bei Chaos Bande im Weltraum, fünfter Teil. Grüß euch. Grüße. Grüß euch. Ja, irgendwohin sollen wir grüßen, ich weiß auch nicht. Wo wollen wir hingrüßen? Also ich bin jetzt im Futtergebäude und das ist bummvoll, müsst ihr mal schauen. Alles. Müsst ihr mal schauen, Dirk. Ich habe jetzt noch nichts geerntet, aber dann kannst du mal schauen, wie das ausschaut. Die sind machen oder? Ja, ich habe zwischendurch immer mal geerntet. Auch die mit den Tentakeln? Ja, da bin ich, die waren noch nicht fertig, aber ja, eben, die sind jetzt fertig und so. Genau, aber die sind jetzt fertig, diese Proteine. Cool, oder? Ja, die Pflanzenproteine, die brauchen wir ja ständig. Ja, da haben wir viel. Aber mal ganz ehrlich, warum hast du dir natürliche Stimulanz hier hingepflanzt? Die ist doch für dich persönlich, kann das sein? Ja, ich habe gedacht, das fällt keiner auf und ich mache das heimlich. Aber ja, ja, leider hast du das doch festgestellt. Verdammt. Ja, natürliche Stimulanz, ja. Ist ja auch bemerkenswert, dass die Frucht daraus aussieht wie ein Penis, oder? Ja, eben. Passend. Ja. Das ist aber nicht schön gelöst, so übergangen, ne? Da müssen wir aber noch mal dran arbeiten. Schau. Das ist irgendwie nix halbes, nix ganzes. Was denn? Hier der Übergang zu dem anderen Haus. Das kriegen wir doch aber besser hin, oder? Jo, das kriegen wir sicher. Das haben wir ja nur so. Dann, wenn auf die Gache ist, eine Tablette drinnen. Aber die Magentablette. Hilft gegen Magenverstimmung und Lebensmittelvergiftung. Die braucht man am öftesten. Ich hab die gar nicht mehr gebraucht. Ich brauche nur immer was gegen Blutung. Ja, du hast ja die Bandagen. Gegen Blutdruck. Was gegen Blutdruck, der war gut. Also ich bin definitiv verblutet. Warum auch immer das passiert. Wahrscheinlich hat der Viech. Echt? Ich hab gedacht, der hat mich irgendwie an Grashalm oder so geschnitten. Betonblock. Ja, kommt das sein, gell? Wo ist er noch? Was wird denn eigentlich das da? Warte. Nacht. Schlaf gut. Bitte. Was wird denn das da, wenn das einmal fertig ist? Was denn das da? Das da, das blaue da mit dem Glashaus oder was auch immer. Das ist der Übergang zum Hangar. Wo ist der Hangar? Der Hangar wird da dran gebaut. Da? Ja, da. Da kommt der Hangar dann dran. Warum haben wir jetzt dann da drin einen Hangar gebaut? Weil das da zu eng ist für einen Hangar. Und wenn es jetzt nichts ausmacht, die bauen wir da jetzt eine Treppe. Ja, ja, logisch. Die sollte ja eigentlich Alea schon bauen, aber jo. Dann sagst du dir das eine Stunde später, sind ja schon wieder vergessen. So. Oh, echt? Ja, ja, so sind die Mädels eben. Dann denken sie wieder irgendwie, oh, was könnte ich denn mit meiner Freundin jetzt stattdessen machen, anstatt das Spiel hier zu spielen, und schon ist vorbei. So. So, das sieht doch ordentlich aus. Was, warum habt ihr das so kompliziert gebaut? Das geht doch so. Easy peasy. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst und wo du bist. Ja, die Treppe da zum Rübergang zum Gewächshaus. Na, die haben wir nur so auf die Gare gebaut, dass wir irgendwas haben. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Ne, mir auch ehrlich gesagt nicht. Der Weg ist viel zu kurz. Genau, das ist gegangen. Ja, hast recht. Aber wir können ja da so einen überdachten Gang machen, dass sozusagen Gewächshaus und Basis verbunden ist. Ja, klar, das wäre so der nächste. Das, also machen, da wir, oben das so machen wir aber auch mal schöner hier. Ups. Wo Glas, Glasdach kommt so, ne? Ja, ja, das passt schon. So, und dann setzen wir da mal Betonblöcke drunter, oder? Damit das so ein bisschen einheitlicher ist hier. Ich weiß nicht, ob ich noch. Ich habe nur leider nur einen Betonblock. So, die haben doch gesetzt, die habe ich schon gesetzt gehabt. Nee, da waren ja so Stangen drunter. Ja, wegen der strukturellen Integrität was gibt. Ja, ja, aber wenn du direkt Betonblöcke drunter machst, dann sitzen die Pfeiler doch auf. Ja, 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 ja. Dann ist doch besser als auf dem unebenen Boden. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich sie da drunter kriege, das ist alles. Da drunter ist das. Es geht leicht. Grünchen. Aber ich habe leider nur noch einen. Bleibt das Ding jetzt richtig oder nicht? Le Beton, le Beton.
Beli bin. Hammer. Siehst du? So sieht das doch viel besser aus. Ja. So, jetzt brauchen wir nur einen Betonblock noch für die andere Seite. Danach haben wir Kapiton. Und dann machen wir hier die Lücke noch zu am besten. Dann sieht es noch ein bisschen schöner aus. Die Locken. Lücke, nicht die Locken. Also brauchen wir drei Betonblöcke brauchen wir noch. Und ja, ich komme gleich damit. Glas, glaube ich, hatten wir noch. Weil Glasübergang, glaube ich, kommt auch am besten jetzt hier, ne? Glas habe ich 20, ich stecke jetzt mit ein. On the floor. Da haben wir 49. On the floor, man. So, weil ich frage mich gerade, ob es nicht noch schicker aussieht, wenn wir... Die Ebene machen, klar. Absolut. Dann hier gleich ganz zumachen, so, ne? Ja, ja, da bin ich voll bei dir. Ein bisschen Erscheinung. Weil das sieht dann einheitlicher aus. Da will er natürlich wieder mal nicht bauen, ist klar. Blöder Wichser. Bitte wie? Bitte wo? Bitte wer? Nee, nicht du. Sondern mir das Spiel. Du darfst doch nichts bauen. Ja, gut. Prima, danke. Bitteschön. Ja, manchmal verliere ich einfach manchmal die Geduld, weißt du. Ach, ja, nix. Warte, so zwei Schiebetüren brauchen wir noch, ne? Ja, was das noch? Beton. Ciao. Ja, ich brauche nicht, Glas bräuchte ich ja eigentlich, aber okay. Was brauchst du? Ja, für hier das Überdach zu machen, bräuchte man doch Glas. Und achso, warte, kriegst du. Und dann noch zwei Schiebetüren, dass man nach rechts und links noch rausgehen könnte. Ja, jetzt kriegst du das Glas, bitteschön. Dankeschön. Aber dann machen wir auch etwas, was vom Design her irgendwie hier mit reinpasst. Ah, jetzt werde ich mal kreativ hier. Schiebetüren hast du gesagt. Brauch ja, zwei Stück. Ja. Ah, wie sehen die Ecken denn aus? Okay. Mhm, mhm. Okay, ja, das könnte optisch ganz interessant werden. So, wie kriege ich die jetzt wieder gedreht? Ist ja immer. Sieht man das richtig, was man sieht? Sieht man das nicht richtig? Ich glaube, so ist es richtig. Ne, es war natürlich nicht richtig, klar. Zur Not kannst du es ja wieder weg tun. Oh, nervt aber. Aber das kriegst du auch nicht anders gelöst. Das sind die Programmierer jetzt hier nicht schuld. So, wenn ich jetzt ein bisschen mehr von hier gucke. Ja, das ist genau das Design. Das ist es. Junge, das ist es. Wo möchtest du die Türen hin tun? Hm? Eine hinter dir und eine hier vor der Treppe. Hinter mir? Wo hinter mir? Ich mein, ja, wo du eben standest. Hier vor der Treppe und eine hier hin. Ah, okay. Das möchtest du so lassen? Das sieht doch geil aus, oder nicht? So pagodenmäßig. Ja, schau mal, da kommst du nicht mehr durch dann. Oder schon? Ja, schau, schau. Mal schauen. So, jetzt mal gucken. Runde Winkelecke, Winkelgasse, okay. Verbindung B, was ist denn Verbindung B? Verbindung B? Was soll das denn sein, Verbindung B? Ich hab keine Ahnung. Hast du das so gemeint? Jo! That's correct, man. Ein Tür, zwei Tür, drei Tür. Ich kann ja immer noch hier hoch springen. Ja, natürlich. Oh, und drüber springen, siehst du? Ich mache ein Seil hüpfen. Ach ne, Treppen hüpfen. Treppen hüpfen. Oh mein, ey, hopp doch schon her. So komisch. Achso, du machst nur so einen kleinen Übergang machst. Und auch einen großen Übergang, so zwei, ein Gebäude. Nee. Ich wollte nur so einen kleinen machen. Ne, das passt nicht. Das sieht nicht gut aus. So. Jetzt ist halt die Frage, was ist das passende Anschlussstück hiervon? Ja, das muss man erst produzieren wahrscheinlich. Warum kann ich mich eigentlich nicht klonen? Das ist eine gute Frage. Dieses Klonen, was du da sagst, das ist wenn zum Wiederspawnen. Das ist nur, wenn du aufs Klo gehen musst. Das hieß also, ich hätte mich eben eigentlich in der Basis auch wiederholen können. Ja, klar. Ja, klar. Ja, Moment. Ich frage, ob du registriert bist. Das weiß ich nicht.
Oh. Aha, okay, das ist schon mal die Ecke. Wolltest du das mit einschließen in dem Glasbau? Okay. Ich? Oh, warum nicht, ja, oder? Gut. Ja, gut, dann muss ich ja das Stück ja wieder rausnehmen. Dann macht das ja keinen Sinn. So. Dann muss das ja so aussehen. Ja, komm mal her. So, aber jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendwo... Müssen wir ja die Wölbung hier davon haben. Die muss es ja geben. Ah, ich glaube, das hier ist sie. Es ist schwierig, wenn man das am Anfang, wenn man das nicht gescheit sieht, gell? Ja, das ist. Ja, das senkt doch was nicht, gell? Du hast eine Drohne. Probier's mit der Drohne. Ne, und da muss man ja auch noch rausfinden, wie man so richtig dreht, das Teil. Ja, und du hast drei Achsen nur dazu. Ne? So. Ich glaube, jetzt habe ich aber das Richtige, ne? Ja, das ist cool. Das sieht gut aus, ne? Und da unten machen wir da, lassen wir. Dann machen wir wieder gerade. Na, ich würde das da offen lassen. Nee. Sicher. Wieso? Da so ein Art Gang und dann auch über Glas. So. Nö, lass das doch so. Okay. Vielleicht wollt ihr ja irgendwann noch das Gewächshaus erweitern. Da kann man das immer noch mal ändern, weißt du? Müssen wir sowieso erweitern. Machen wir dann auf dieser Seite. Ja, ich denke mal, du willst ja auch noch mehr natürliche Stimulanzen für dich haben, oder? Du hast es erfasst. Ich brauche blaue. Die blauen Pillen, glaube ich. Ja, dachte ich mir, du Kleiner. So, jetzt war natürlich die Schiebetür hier absolut keinen Sinn mehr. Ja, wieso? Die sieht doch lustig aus. Ja, aber sinnlos. Lustig und sinnlos, genau. Ist doch egal. Warte mal. Das ging aber auch hier hin. Irgendwas im Leben einen Sinn. So. Was ist jetzt da? Ja, ich wollte das hier mit der Rundung auch hinkriegen, weißt du? Schöner Baum mit Ronny. Dann hat das Spiel wenigstens hier einen kreativen Sinn. Ach, das ist, du kannst so klasse Sachen machen, das ist unglaublich. Oh, warte. Dirk, hörst du auf, mir in den Bauplan zu springen? Sonst muss ich leider aggressiv werden. Agro. Dann bauen wir die Türe da hin, genau, das macht man. So. Ist jetzt blöd wegen der Säule, die ist genau im Weg, aber da kann man ja eine Ecke machen oder so. Ja, genau. Jetzt ja, kannst du genau. Die Tür hier hinsetzen, wo ich stehe. Genau. Na, die kommt auf der anderen Seite, Dirk. Ja, los, auf den Seiten kommst du. Oh, ach, schon passiert. Ich baue sie ab. Was bist du? Wo bin ich? So. Du siehst mich nicht. Es ist super. Das sieht gut oder, aus. Oder Ronny, oder wir verlängern das. Ach so, so geht's auch. Ja, genau. So geht's kann man es auch machen. Ja, ja, jetzt habe ich nur, hätte ich ein L-Teil nehmen sollen, merke ich gerade. Warum nimmst du kein M? Haben wir nicht. Genau. Ich glaube, ein L-Teil hätte ich dann nehmen müssen, oder? Kostet nicht mehr, klar. Sicher. Nee, da hätte das L-Teil hin müssen. Nee. Doch. Ja, genau. Vertrau mir doch einmal. Ist das? Dann hast du es nämlich so. S-Teil machen. Siehst du? Das ist doch. Anders. Jetzt brauchen wir nur noch da oben die Ecke zu füllen. Ja, das mache ich. Wenn du willst, mache ich das. Ja, klar, hau rein. Nee, dann ist das Glasl kaputt. Doch, das sieht doch jetzt mal richtig geil aus. Doch, das sieht. Max, da haben wir was Schönes gebaut. Das ist doch jetzt richtig nice. Das sieht auch vom Style her einfach, dieser Übergang zwischen dem kantigen Hauptgebäude und dem runden Gewächshaus ist damit einfach geschaffen, weißt du? Wie komme ich aufs Dach? Gar nicht mehr. Es gibt kein Dach. Es gibt nur noch den Tod. Das sieht doch jetzt ach, mal richtig geil aus. Doch, das sieht... Max, da haben wir was Schönes. Das ist doch jetzt richtig nice.
Das sieht auch vom Style her einfach, dieser Übergang zwischen dem kantigen Hauptgebäude und dem runden Gewächshaus ist damit einfach geschaffen, weißt du? Ja. So, wie komme ich aufs Dach? Gar nicht mehr. Es gibt kein Dach. Es gibt nur noch den Tod. Dach ist gut, aber aus. Dach ist gut, aber aus. So, habe ich hier noch was zu essen bei? Nee. Dann gehe ich mal zum Kühlschrank. Oh, frittiertes Gemüse gibt es heute zu essen. Hm. Ich bin auf dem Dach. Ich krieg das mit hin. Was ihr mit Frittiertes? Nee, frittiertes Gemüse ist ja fast dasselbe. Fritten. Ach. Ist quasi Fritten für Anfänger. Vitaminbewusste oder so. Auch von innen sieht das jetzt richtig geil. Ach, hast du das Teil nicht gefunden? Schon, nein, ich hab's jetzt, weil es ums Kreis nicht bauen wahrscheinlich. Ja, das ist was kleiner, das findet man nicht so schnell. Schon. Obwohl, du kannst ja eigentlich dasselbe Teil, was da an der Ecke ist, ja auch nehmen, ne? Pass auf. Warum geht das nicht auf, wenn ich hier hochspringe? Ah, das ist doch schon offen, das Hangar. Ihr habt ja blöd geparkt hier. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen blöd geparkt. Nee, das sieht blöd aus. Ja, vielleicht die? Was muss das jetzt vielleicht sein? Die? Das müssen wir... So. Die geht doch. Achso, du hast die Ecke jetzt gefüllt, okay. Ja, weil sonst hätte ich es zuerst nicht füllen können, gell? Ja doch, es gibt noch das Teil hier. Warte mal, reiß es nochmal ab. Das sieht vielleicht noch cooler aus. Ja doch, es gibt noch das Teil hier. Warte mal, reiß es nochmal ab. Nimm's nochmal weg, weil Das sieht vielleicht noch cooler aus. Warte, bis sie... Nimm's nochmal... Ja, nimm's nochmal weg, weil ich hab... Gib noch das hier. Das nur mehr reparieren. Obwohl, dann hast du natürlich keinen Übergang zu dem einen hier. Ich weiß nicht, ob es da eine Glasscheibe für gibt. Sehe ich gerade, das habe ich nicht bedacht. Okay. Mal gucken, gibt's das? Runde Winkelecke, doch, gibt's auch. Nee, die runde Winkelecke. Das ist das Falsche. Ne, da gibt's keine Ecke, keine Füllecke für anscheinend. Für dieses Dachteil. So. Gibt's. Ja? Ne, ich hab's nicht gefunden. Warte, bis ich schau. Ist das sein? Ups. Das wollte ich jetzt gar nicht machen, aber. Warte mal, lass mal. Wo ist es offen? Ich glaube, hier ist es offen, oder? Nee, hier ist auch zu. Da ist offen. Oder? Da ist offen. Ich wollte es eigentlich gar nicht gebaut haben, das war jetzt mehr ein Versehen. Ich glaube, hier ist offen, ne? Was müssen wir machen? Dann machen wir. Pass auf. Hey, Nee, da ist zu. Das ist zu. Das ist offen auf der Seite. Richtig zu. Man sieht's nicht richtig. Ja, warte. Jetzt, ich hab's gleich. Sag ich dir gleich. Okay. Auch und zwar brauchen wir da. Ah, und da jetzt ein gewölbtes Teil dran. Genau, richtig. Ja, dann haben wir's. Genau. Dann habt ihr gewölbt. Ja. Ist wurscht, passt ja wunderbar. Und das sieht noch geiler aus. Definitiv. Ja klar, weil die Säulen sind ja da, ne? Ja. Ja, das passt auch besser zu dem Übergang zu den Säulen hin. Jetzt müssen wir nur... Hier oben ist ja noch eine Deckenplatte, die nehme ich jetzt noch raus. Wo denn? So. Achso, okay. Geil. Geil. Also es passt vom Stil her total gut zum Gewächshaus. Doch, haben wir gut gemacht. Das haben wir richtig gut gemacht. Zum Gewächshaus. Der Honig ist schon wieder zum Essen. Hosenzombie? Ja, komm, du willst dir heimlich die natürlichen Stimulanzien holen. Ah, zu spät. Zu spät. Hast du dir schon eingeheimst? Hat's schon gekommen. Boings. Schöner Wohnen, fünfter Teil, so. Blöcke, Glasblöcke, machen wir nochmal 10.
Und dann können wir eigentlich das nächste Mal dann mit dem Hangar anfangen. Hangar 7. Im Hunger. Ja. Oder halt wirklich mal irgendwas Externes machen, weil ich glaube, Baufolgen haben wir jetzt wirklich langsam mal genug gehabt. Ja, dann gehen wir mal zu diesen Händlern. Da können wir mal schauen, die sind nämlich total schöne Gebäude. Und die können wir dann abbauen, dann können wir die heute bei uns aufbauen. Die Händler? Nee. Nicht? Wie? Man kann die nicht abbauen und nicht bei uns wieder aufbauen? Nee, aber natürlich. Ich das ist aber langweilig. Ich sag dir, wenn du drinnen laufst. Aber Dirk, du brauchst dann ein Flugzeug. Ja, das kann man später. Ja, okay. Und dann, außerdem, wenn wir dann zum Beispiel zum Mond fliegen und dort abbauen, dann brauchst du auch ein Flugzeug. Oh, ich hasse dieses. Das ist nicht doof auf dem Mond. Doof? Wieso doof? Nee, nix doof. Wieso meinst du doof? So. Und dann da einfach ein Eck bauen. Weil oben haben wir es ja auch ein bisschen zugemacht schon, wie du jetzt siehst. Und da wäre es halt so. Genau. Macht ja nichts. Und oben ist eh zu. Das war. Dann baue ich da das Ding da hin. Dann fehlt hier noch irgendwie ein Übergang. Dann braucht man nur. So könnte ich das nicht setzen. Das passt nicht, das passt auch nicht. Quetsche nicht. Doch. Ich muss nur irgendwie jetzt überlegen, wie mache ich denn. Wie mache ich da jetzt den Übergang wieder zum Hauptgang da draus? Bitte, was ist mit Stimulanz? Ja, ich will jetzt Stimulanz bauen. Also. Von der Idee her gefällt es mir auf jeden Fall. Nicht ideal, aber gut. Man kann das ja auch noch aus Glas bauen, den unteren Teil, ne? Also das geht schon. Ja, das ist klar. Aber es wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, dass wir es so machen, ne? So auf die Art. Sehe ich das, auch so. Und das mit dem Dreieck, das hat man schon gut gefallen, das jetzt lassen können. Ja, ich hab das ja schon abgebaut. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Das war ja schon zu, das war ja auch schon zu. Nee, hier an der Seite war das noch offen. Nee, der hab ich schon zugemacht. Das hat nur so ausgeschaut. Ja. Die hab ich jetzt gerade zugemacht gehabt. Nein, das passt jetzt nicht, das müssen wir nachher näher. Nee, das ist pui. Minuten. Was geht? Mach du, sag du. Ja, ich spiel gerade noch was aus. Okay. Ich hab noch eine Idee. Nun wieder das richtig gedreht bekommen. Wer ist denn so? Ja, aber wie machen wir das dann so? So ein Stück gibt's nicht. Oder? Vielleicht gibt's. Ja, da braucht man oben noch Platte. Aber so wie haben wir es eh schon gehabt. So eine Platte und dann das Eckstück. Genau. Das geht schon, ja. Passt schon.
So, jetzt kommst du wenigstens nicht mehr raus. Ja, das macht man schon. Ach so, doch aus. Du, René, wir müssen Schluss machen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen nie mehr Schluss machen miteinander. So. So. Die Ecke bauen wir jetzt fertig. Guckt oder so kaum noch ein Mensch, werde ich drum. Also von daher können wir das jetzt auch hier frönen. Hätte wieder. So. Müssen wir das da machen? Wie ist das? Was für eine Arbeit. Zum Schutz, ja? Die Ecken sind noch nicht zu, gell? Ja? Ne, die Ecken sind noch nicht zu, aber das ist schon mal gemacht. Beide sind nicht zu. Achso, da ich keine Fenster. Passt. Jetzt machen wir es. So. Nice. Das. Ja, passt da, ist auch schön. Muss die Ecken müssen nur noch zu. So! Aber wie gesagt, also ich denke, wir bauen uns ja hier so einen Elch und wahrscheinlich guckt wahrscheinlich so oder so schon keiner mehr zu. Da würde ich nicht sagen, das Bauen ist sicherlich immer interessanteste Folge. Ah, wir werden sehen. Also die Zahlen sagen ja was anderes. Naja, okay. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, dass ihr noch zuseht. Und wir werden uns dann wiedersehen. Ja, beim nächsten Tag, beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Baba.